Ja, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Dieter, und ich melde mich mit Destiny 2. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, heute ist Samstag. Zur kommt ja schon am Freitag. Ja, gestern Abend, ich wollte eigentlich um 18 Uhr das Video machen und dann, ach, Zur kommt ja erst um 19 Uhr. Ja, dann bin ich mit meinem Hund noch Gassi gegangen und ja, danach war auch nichts mehr mit Video aufnehmen, habe ich mir gedacht, okay, machst du das Samstag, wenn die Leute das schon gemacht haben, tut es mir halt leid, aber falls nicht, ich werde mit euch jetzt nach Zur reisen. Ich bin der Meinung, er ist noch mal im Turm. Also fliegen wir zum Turm hin und gucken, wo er im Turm ist. Also ich denke schon. Da gehe ich mal fest von aus. Bin ich ja mal gespannt, was er dabei hat. Seitdem man ja diese Forsaken-Teile auch dabei haben kann, ist das ja recht interessant. Mal abwarten. Ich hoffe nicht irgendwelche Sachen, die ich schon mehrfach hatte. Ich habe in den letzten Tagen, wo ich gespielt habe, habe ich zwei Exos so bekommen gehabt. Und das war jeweils immer das Arbeitstier. Und die hatte ich schon. Ist dann natürlich ärgerlich, wenn du das dreimal kriegst. Na, aber ist so. Und es wäre nett, wenn das Schiff jetzt landen würde. Oh, wenn ich das schon wieder lese. Destiny 2 Server werden kontaktiert, dann wird mir schon wieder schlecht. Die ganzen Tage schon Probleme mit Internetleitung. Gestern wollte ich ein bisschen Apex zocken, kam ich gar nicht erst rein. Oh, bitte nicht. Puh, Alter. Was geht da ab? Habe ich gar keine Connection. Doch, Connection ist da. Scheiße. Womit kann ich euch in der Zeit unterhalten? Ich weiß auch nicht. Ich wollte vielleicht ein Video machen, wo ich so ein bisschen auf Kommentare reagiere. Weiß ja nicht, ob euch das interessieren würde. Weil ich habe mir mal so einige Kommentare nochmal verinnerlicht, die so geschrieben wurden. Und da sind ja einige bei, die recht nett sind, aber auch einige, die recht barsch sind. Aber da sind dann die Leute, wo es auch manchmal ein schlechtes Kommentar gab. Das sind Kommentarfeiglinge, nenne ich die. Weil die erstellen sich einen Account und trauen sich nicht mit ihrem Hauptaccount zu schreiben. Und das ist schon traurig. Aber egal. Aber das wäre so eine Sache. Weiß ich nicht, ob euch das mal interessieren würde, wenn ich das mache. Hierfür, für das Laden. Tut mir ja echt leid. Ich glaube, wenn ich eine schnelle Internetleitung hätte, wäre das besser. Dann würde das nicht so lange dauern. Weil in der Zeit hätte ich mir noch mal einen Kaffee holen können. Oh. Ich bekomme mal Einlass. Scheiße. Ich hoffe, diesmal geht's. Falls ihr das schon wart, nicht spoilern. Ach Quatsch, ich kann das ja nicht lesen, bevor ich das Video nicht hochgeladen habe. Also von daher könnt ihr ruhig spoilern in den Kommentaren. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ihr könnt mich natürlich auch gerne abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, ist klar. Ich denke, das macht jeder, der YouTube-Videos macht. Jeder freut sich über neue Abonnenten. So geht es mir natürlich auch. Ist logisch. Und ja, würde mich freuen. Ich hoffe, Xur ist da, aber ich vermute schon, meine Intuition sagt mir das. Ich hatte das heute Morgen im Morin.
Sagt man ja so. So, mein Freund. Anna. Ich bin ja mal gespannt, was er für mich hat. Ich hoffe, er hat was Schönes für mich. Und ich hoffe, er ist hier. Ja. Steht da oben. Ja. Da ist er. Fein. Ach, Mann. Das habe ich doch schon. Schade. Okay. Glückshose habe ich auch schon. Titanen habe ich noch nicht. Ich habe zwar einen Warlock, aber der ist noch nicht groß. Also von daher, ach, bis der groß ist, komme ich auch noch an die Sachen ran, denke ich. Ja, gucken wir mal, was in dem Engramm drin ist. Ich lasse mich überraschen. Die hatte ich noch nicht. Der sechste Kojote. Hatte ich noch nicht. Nett. Ja. Ich glaube, die wird mir gefallen. Der Staub hat sich vermischt. Die neuen sind für immer. Die werde ich mal sichern, damit ich die nicht versehentlich kaputt mache. Dann werde ich die noch infundieren wahrscheinlich, weil ich habe ja irgendwo. Du bist noch hier. Das bedeutet, die Neuen sind noch nicht fertig mit dir. Hier habe ich ruhiges Kinetikzielen, Bogenreserven, ruhiges Handfeuerwaffenzielen. Kinetik und Handfeuerwaffenzielen ist ja in etwa dasselbe. Hier geht mir leider ein bisschen Belastbarkeit verloren. Weil hier ist die Belastbarkeit oben und ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr. Weil wenn ich zum Beispiel PvP machen möchte, dann ist es gut, wenn du ein bisschen hohe Belastbarkeit drin hast. Hier fehlt mir das. Das heißt, alles bekämpft, was dieses Reich betreten hat. Ja, ist ja gut. Wo sowas ist zum Beispiel, da ist der Balken so weit oben, das sind 2 Punkte. Dann wäre ich auf 7. 7 ist schon mal nicht schlecht. Dann dauert das länger, bevor sie dich niedergebasht haben. Das kann man auch anziehen. Hier seht ihr, dann habe ich 7. Und das ist ganz gut, wenn man zum Beispiel PvP macht. Je höher die Belastbarkeit ist, umso schwieriger ist es, dass sie dich niederschießen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, das war Xur. Xur ist im Turm. Wie gesagt, Entschuldigung, dass ich das erst heute mache, auf dem Samstag. Aber wie gesagt, gestern Freitag 18 Uhr wollte ich das machen. 19 Uhr war er ja dann erst da und da war ich mit meinem kleinen Gassi. Und danach war nichts mehr mit Spielen, da konnte ich machen, was ich wollte. Internet war so mistig. Aber gut, ich habe es heute reingesetzt. Ich hoffe, hat euch gefreut, dass ich das Video gemacht habe. Lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ihr dürft mich natürlich gerne abonnieren. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Dieter. Ciao.